Und nun sicherlich der letzte Läufer, liebe Zuschauer, der hier diese drei eventuell noch verunsichern kann. Walkhofer, Kernen und Armut. Ja, vor allem Armut muss zittern. Die beiden anderen, die können schon davon ausgehen, dass sie eine Medaille haben. Da sollte jetzt gar nichts mehr passieren. Du sagst das so lässig dahin. Der Abstand zwischen Kernen und Armut beträgt nur 600stel. Na, aber ich sage jetzt mal, Denner ist der Einzige, der für mich noch aufs Podium kann. Ja. Also muss Armut, muss zittern. Die beiden anderen, die bleiben auf dem Podium. Das behaupte ich jetzt mal. So meine ich das. Und das ist folgerichtig. Konzentrieren wir uns jetzt auf Denner. Ja. Aber es ist von der Logik her nicht anzuzweifeln, was du sagst. Absolut. Er muss oben mitfahren. Er ist nicht der Kurvenspezialist. Er kann im Mittelteil viel rausholen. Was schafft er in diesem Abschnitt, Antoine Denneria? Das wird ganz ausschlaggebend sein. Auch hier rein. Fantastisch gefahren in diesem Abschnitt nach vorne. Er hat die Abschlusstrainings-Schnellzeit gehabt, liebe Zuschauer. Das ist jetzt eine neue Wortkreation von mir gewesen. Ich weiß. Oh, der ist schnell. Aufpassen, der ist schnell. Oh, der ist schnell. Antoine Denneria. Und jetzt kann er ja fast nichts mehr verkehrt machen, der Franzose. Könnte einem Killy, einem Chrétien nachfolgen. Das glaube ich gar nicht. Sehr direkt rein. Macht einen Bauch, kommt von hinten. Super, die Linie, das hat gepasst, ist aufgegangen. Bleibt sauber auf dem Ski. Jetzt kommt noch die letzte Phase, liebe Zuschauer. Salto Blu. Nicht letzte ganz Sprung. Am Tor. Oh. Aufpassen! Hat nicht viel Zeit gekostet, wurde überdreht, Ski kurz quer. Er war schnell. Oh, der ist immer noch schnell. Sagenhaft. 74 Hundertstel. Das ist der Olympiasieger. Liebe Zuschauer, wir sehen den Olympiasieger nach Lage der Dinge. Linie ich bin noch ein bisschen vorsichtig, aber da kann nichts mehr schief gehen. Bei diesem Vorsprung wird ein Franzose, Antoine Denneria, nach Lage der Dinge sich die Goldmedaille holen. Er ist vorne! Antoine Denneria! Bestätigt deine tollen Trainingsleistungen und fährt hier Michael Walkhofer aus der Goldmedaille raus und Armut aus den Medaillenringen. Antoine Denneria, aber wir haben es immer wieder gesagt, wir haben immer wieder auf ihn hingewiesen, aber woher hat er denn in den letzten Tagen das Kurvenfahren so gelernt? Ich habe Freude für ihn. Das ist für mich, ganz ehrlich gesagt, auch ein Wunder. Ich habe ihn zu einem erweiterten Favoriten gezählt, nicht zu den Top-Favoriten. Er kommt ja von einer Verletzung zurück. Letztes Jahr in Chamonix schwer verletzt am Knie. Heuer zu Beginn der Saison, ja, einigermaßen dabei, nicht top dabei. Und hat sich jetzt wirklich angeschlichen von hinten, letztes Training gewonnen und souverän runtergekriegt von oben bis unten. Und die Zeit ist ja so stark, dass ihn niemand mehr hier wird schlagen können. Das ist der Olympiasieger, der dritte französische Abfahrts-Olympiasieger nach, wenn wir mal von 68 anfangen, die Rechnung Choclo-Cully und Jean-Luc Chrétien. Sagenhaft. Das ist jetzt fast ein Wunder, ein schönes Wunder, eine schöne Geschichte. Hier wird man über ihn auch schreiben können. Er vor 2-3 Jahren hätte er keine Chance gehabt auf dieser Strecke. Ein fantastischer Gleiter. Wenn es dann steil und eng wurde, hat er weißt keine du, Chance. Weißt du, an was mich das erinnert? An Patrick Ortlieb in Albertville. Da war der Patrick Ortlieb immer einer, der als Geradeausfahrer bezeichnet wurde. Dann ist man auf dieser Faste Belvea runtergefahren, auf dieser engen Kurvenstrecke. Und da hat Ortlieb dann plötzlich gewonnen. Und jetzt gewinnt Antoine Denneria auf einer der anspruchsvollsten Abfahrten der Welt. Und wird Olympiasieger vor Michael Walkhofer und Bruno Kernen. Und Tränen, auch in meinem Auge ein klein bisschen stellvertretend für Jethil André Armut. Für jeden, der Vierter wird bei Olympischen Spielen. Und Bruno Kernen ist jetzt nicht mehr Zweiter, ist jetzt Dritter. Und weiß natürlich auch, als Dritter kann man auch schnell mal Vierter werden. Es kommen noch ein paar, aber es kommen keine Läufer mehr, liebe Zuschauer, die eventuell hier noch eine ähnliche Leistung, einen ähnlichen Parfumsritt auf die Beine stellen, wie Antoine Denneria aus Morillon in der Nähe von Chamonix.